Begleite die grüne Pfanne auf ihrer phänomenalen Entdeckungsreise. Erlebe bunte Kulturen, fremde Küchen, neue Lieblingsgerichte und ganz besondere Menschen mit Pfannenlieblingen. Die grüne Pfanne ist heute im Ebfinger und kocht bei mir. Ich heiße Jasmin, bin 34 Jahre alt und ich liebe das Schwabenland hier. Am Schwabenland liebe ich das Essen und auch die Natur und vor allem unsere Sprache hier. Mein Lieblingsgericht ist Bigos. Bigos, das ist ein polnisches Gericht, das kenne ich von meinen Großeltern. Das gibt es bei uns immer an Weihnachten zum Abendessen. In Empfingen hatte man früher auch hier eine Kriegssprache. Und da habe ich von meiner Oma und von meinem Opa auch was gelernt. Dauerverbier für schmeidefrei Schadefatz. Das heißt übersetzt, du bist mein Schatz. Bigos ist mein Lieblingsgericht, weil ich das mit meinen Großeltern verbinde. Ich kenne das schon seit ich klein bin. Das gab es immer an Weihnachten zum Essen, zum Abendessen. Und wir führen das jetzt einfach immer fort an Weihnachten. Meine Mama kocht das jetzt immer. Und ich finde, das schmeckt richtig lecker und es geht halt auch schnell zur Zubereitung. Ja, und Bigos, das bedeutet für mich auch einfach eher ein Stück Familie, weil das einfach von meiner Oma und von meinem Opa herkommt, dass sie ja früher auch in Polen gewohnt haben. Und ja, ich finde, das ist halt einfach eine alte Geschichte. Das kommt einfach von früher. Heute verwenden wir das Speiseöl von Brändle, weil der Brändle ist ja hier in Empfingen und ich arbeite auch hier. Und meine Chefs wären bestimmt froh, wenn ich hier dann ein bisschen Werbung mache. Anschließend geben wir das Fleisch hinzu. Das wird dann aber jetzt scharf angebraten. Jetzt würzen wir das alles mit Salz und Pfeffer und Paprika. Jetzt fügen wir das Sauerkraut hinzu. Das wird nochmal alles umgerührt und jetzt machen wir den Weißkohl noch hinzu. Dann würzen wir das noch mit Wacholderbeeren und Lorbeerblättern. Wer es gerne etwas scharf mag, kann noch Chiliflocken dazugeben. Und würze das alles mit dem Tomatenmark. Anschließend übergießen wir das jetzt mit Wasser. Also ich mag es zu reisen, viel zu sehen von der Welt. Bin sehr gern mit meinen Freunden zusammen und bin einfach lebensfroh. Wenn ich jeden Tag morgens gesund aufstehen kann und das Leben genießen kann. Bei uns in Empfinger ist ja auch immer die Hochburg von Fasnet. Das ist ja auch immer Januar, Februar bei uns ganz hoch. Da bin ich auch immer schon seit der Kindheit dabei. Das macht echt richtig Spaß und die Bean Parade gibt es in Empfinger auch immer. Die ist sehr bekannt, da kommen auch bis zu 7000 Leute. Ja, das ist wirklich eine Reise wert hierher. Also ich schließe jetzt den Deckel für ca. 15 bis 20 Minuten, sodass das alles schön vor sich hin köcheln kann. Bigos ist fertig! Schön war's! Meine Wünsche für die Zukunft sind einfach weiterhin gesund zu bleiben, so lebensfroh und ja, dass ich noch hoffentlich ganz lange meine Familie habe und meine Freunde um mich herum. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und wegen dem sage ich eigentlich auch immer, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Dir hat das Lieblingsgericht gefallen? Du möchtest mehr über die Rezepte und die Menschen im Porträt erfahren? Dann besuch uns auf Facebook oder www.pfannenliebling.de. Bleib würzig!